Guten Morgen und herzlich willkommen zu der dritten Online-Frühschicht in der Fastenzeit. Beginnen möchten wir diese Frühschicht im Zeichen des Todes und der Auferstehung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heutige Frühschicht steht unter dem Motto Lernen. Aber warum muss der Mensch lernen? Als Kind lernt man zu sprechen, zu laufen, erkundet lernerisch die Welt. Als Teenager muss man für die Schule lernen, aber selbst als Erwachsener kann man noch so viel lernen. Mit diesen Gedanken gebe ich ab an Tim. Der hat ein Gedicht zum Thema Lernen vorbereitet. Lernen. Ein Gedicht von Dominik Pfad. Lernen heißt etwas Neues sehen und nicht nur auf der Stelle stehen. Lernen heißt um die Ecke denken und ein Aha-Oho verschenken. Lernen heißt Neues ausprobieren, sich nicht auf Altes zu fixieren. Lernen heißt auch Einsicht zu zeigen, sich nicht in etwas reinzusteigern. Lernen ist eine leichte Sache, wenn ich es mit Freude mache. Es heißt nicht nur in Büchern büffeln und Goethes Weisheit mal so schnüffeln. Lernen ist ein Stück Vernunft und auch der Grund, dass man jeden Tag neu entdeckt, was hinter dem einfachen Lernen steckt. Jeder von uns muss von Zeit zu Zeit etwas Neues lernen. Doch gerade in der aktuellen Situation von Social Distancing und Isolation kann uns das vielleicht sogar besonders einfach fallen. Denn unseren Alltag müssen wir umstrukturieren, unsere Gewohnheiten ändern und Freiheiten aufgeben. Natürlich, um das Richtige zu tun, und zwar zu Hause zu bleiben. Doch diese Situation eröffnet uns jetzt die Möglichkeit, Dinge zu tun, für die wir sonst vielleicht gar keine Zeit aufgebracht hätten. Zum Beispiel, um ein Buch zu lesen oder zu gärtnern oder kochen zu lernen oder vielleicht sogar seine Familienmitglieder aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen. Wir laden dich ein, darüber nachzudenken, was du in diesen Tagen erlernen könntest oder kennenlernen könntest. Nimm dir ein paar Sekunden Zeit dafür und schreib uns dein Ergebnis gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, du hast ein schönes Projekt gefunden, das du dir in diesen Tagen anschauen kannst, das du erlernen oder kennenlernen kannst und gebe jetzt ab nach Otterstadt zu Pfarrer Dominik Geiger für das Tagesevangelium. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen: Du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen, aber er entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte.
und dort blieb er. Viele kamen zu ihm. Sie sagten, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. Wir müssen lernen und dabei, lieber Gott, hilf uns. Hilf uns zu lernen, deine Gebote zu befolgen. Hilf uns zu lernen, nach deinem Vorbild zu handeln. Hilf uns zu lernen, Nächstenliebe zu zeigen. Hilf uns zu lernen, auf unsere Eltern zu hören. Hilf uns zu lernen, ein guter Christ zu sein. O Gott, bitte hilf uns ganz besonders in dieser Zeit zu lernen, gemeinsam das Coronavirus zu besiegen, Rücksicht zu nehmen auf anfälligere Mitglaubensbrüder und Schwestern und die Maßnahmen, welche von der Regierung ergriffen werden, so gut es geht, zu befolgen, damit bald die Normalität wieder eintritt. Amen. Gott, segne mich, denn du kennst mich, mit all meinen Grenzen, Fehlern, Talenten, Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Du kennst mich und weißt, ich brauche deinen Segen, lieber Gott, guter Bruder und kraftvolle Lebendigkeit. Gib mir deinen Segen und deine Kraft, immer dazu zu lernen. Gott, segne mich. Amen. So möchten wir beten, wie uns Jesus Christus zum Beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So möchten wir diese Frühschicht beenden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Wenn euch die Frühschicht gefallen hat, lasst uns doch ein Like da oder schreibt es uns in die Kommentare. Bis nächste Woche.